Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries Geisternudeln. Glutenfrei mit extrem hohem Seelenanteil. Wow, kalorienarm, low carb und trotzdem Nudlis? Jetzt neu von Kreis Industries, die Geisternudeln. Die schmecken richtig gut. Und ich bin ja so jemand, ich mag kein Gluten. Da ist gar nichts drin. Dafür aber die Seele von diversen verstorbenen Menschen. Mr. Schmidt, mein Mathelehrer? Wow, der schmeckt aber alt. Jetzt neu von Kreis Industries. Wow. Okay, Mr. Schmidt, haben Sie da reingearbeitet? Ja, ich hatte auch mal einen Teil von seiner Seele bei mir in meinen Cannellonis drin. Und, mein Coccolonis? Mein Coccolonis, da habe ich übelst Durchfall bekommen. Aber hast du die ja auch richtig zu dir genommen, denn die soll man sich erst über den Penis stülpen, ne? Das weißt du. Ja, und das dann sind Stulpnudeln. Dann mit Sahne füllen. Meinst du, das ist wieder direkt vorne im... Im Stulpbereich? Boah, hier ist sehr, bedrückende Stimmung. Im Hamunaptra-Raum. Wow, was ist das? Oh Gott, was ist das? Was hast du getan? Gar nichts habe ich gemacht. Oh, oh mein Gott! Alter! Du hast doch den Hamu genapptrat. Ey, hier kam einer aus dem Kühlschrank raus. Er hat sich die letzten Dings hier in Joghurt geschnappt und ist abgehauen. Wie sah der aus? Wie so ein... Glatze. Gleicher, glatzköpfiger, milchiger Mann. Ja. So ein Fridge-Ghoul. Der ist ja einmal quer durchs Wohnzimmer geflitzt. Naja, für so einen Joghurt, ne? Und das, obwohl ich meinen Namen draufgeschrieben habe. Wo bist du hin? Bist du wieder nach oben gegangen? Oben, ja, ich bin oben rum. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Smile. Was? 14,50 für so ein Foto? Ist aber ganz schön übertrieben. Ist auch eine Tür gehört irgendwo? Ja. Schon wieder? War das hier? Was war das? Das war hast du gerade die Tür bewegt? Ja. Unten. Lust. Hä, schon wieder? Ist das oben mit den Türen die ganze Zeit? Ich habe eben gerade eine geöffnet. Lust. Hat sie gemacht. Und dann ha, hasch mich. Hasch, hasch, ei du ei. Mein Haschhaul. Mein Haschhaul. Verstecke ich meine alten Haschis. Also hier ist bis jetzt ja nichts. Ich hatte mal Hashimoto. Ach, hier unten schon? Nee. Oder zwei? Drei? Vier? Bin ich der Geist? Es wird immer stärker, als ich rangegangen bin. Ist der blaue Mann der Geist? Der blaue Mann. Der Schlumpf. Also hier hatte ich auf jeden Fall was. Hä? Wo bist du? Ich höre doch was. Where are you? Hörst du ihn nicht What's auch? What's your Hülsen? Name? Der rückt irgendwo Möbel. Hier. Drei. Limbo. Limbo. Wow. Wow, hier schweben Bücher. Boah, was geht hier ab? Can you talk? Can you speak? How old are you? Show yourself. What's your name? Show yourself. Can you hear me? Ist jetzt schwierig, weil er so ein großes Gebiet abgedeckt hat, irgendwie EMF-technisch, ne? Jetzt wieder so eine Voodoo-Puppe. Soll ich mich mit der mal im Schrank verstecken, ob er mich dann findet? Das ist halt eine Hand, ne? Den du dann erzeugst. Ja, ja, klar. Aber im du brauchst aber ein Kruzifix.
Oh, 5. 5. Richtig dick 5. Can you hear me? Can you talk? What's your name? Ach, guck mal, das dreht sich jetzt auch schneller. Ah! Oh Gott, was ist das, Alter? Show yourself. Schwarzlicht bitte hier verwenden. Oh, was war das? Was, war da was in dem EMF? Ja, da, in war, dem ESG? Da war ein Männchen. Das war also richtig merkwürdiges Ding. Hat es getepost? Weiß ich nicht. Show yourself. Man sieht das nur eine Sekunde. So ganz kurz erscheint das dann. Und da war eben gerade was, aber ich weiß nicht, ob das zählt. Da war irgendein Doch, Ding. Ich glaube, das zählt. Wie sieht das denn aus? Wie eine Silhouette oder wie ein... Nee, nee. Es sieht schon richtig aus wie was Manifestiertes. So ein Monster in T-Pose halt. Ich weiß nicht, ob das eine T-Pose gemacht hat, aber da war, da stand irgendwas Großes. Ja, wenn da was Großes stand, dann wird das ein Beweis gewesen sein. Show yourself! Speak to me! Hat mir EMF, ja, ne? Ja. Und ESG, glaube ich. Can you help me? Hast du Spermaglas dabei? Nee. Du, hast du Spermakübel dabei, du, hey? Oh, nö, den hat die Franzi gestern mitgenommen. Knummer. Knummatz. Oh. Du, hat die Franzi gestern mitknummatzt. In dem Raum da unten geht einiges, ey. Schreiende Mädchen an der Decke und so. Schreiende Mädchen an der Decke. T-posende Hanuplis. War das so ein Monster? Das war irgend so was Monsterartiges. Ich bin bei der Hälfte, du auch, ne? Ja, aber wir haben nur eine Schwengelgold. Ich hab meine vergessen. Kein Rezept diese Woche gekriegt. Ja, das ist halt nicht, na, gar nicht gut. Hier ist das Glas, ne? Nimm das Glas mit. Und der Fotoapparat. Aber wir brauchen, glaube ich, wieder Solid Foto, ne? Ja, aber wie machst du ein Solid-Foto? Na, wenn er sich da vielleicht zeigt und dann schnell knipsen. Mit dem ESG-Ding, oder was? Na, vielleicht. Das ist ja ein Geisterfoto, oder nicht? Das Erpel-Sackschwanz-Gymnasium. Das Erpel-Sackschwanz-Gym. Hä, die Voodoo-Puppe, hast du die bewegt? Nee, ich hab die da hingeworfen. Ich hatte die ja mitgenommen. Ach so, okay. Also ja, also ich hab sie bewegt. Wo bist du denn? Show yourself! Wo war denn das Zimmer? Ach, das war gar nicht hier. Ich habe mich verlaufen, glaube ich. Das ist so ein winziges Haus. Wie kann man sich da so viel verlaufen? Null die Temperatur. Aber nicht minus, ja. Ein bisschen über 0,5 hey, Grad. Da hinten hier sind Lama-Zigaretten. Also Camels, aber aus Thailand. Cool. Lama. Echte Lamas. Hm. Ich mag diese Philipp Down-Zigaretten. Show yourself! Guck erstmal im Glas, weil wir haben immer noch den Geist ermittelt. So, also da kommen auch die Exorzismus-Dinger nicht. Alter! Der sehr Möbelmann. Aggressiv. Wow! Wow! Alter! Was willst du? Alter, die dreht jetzt gerade richtig, richtig am Rad hier. Du, ich sag mal so, ich lass dir mal hier dort liegen. Oh, die Temperatur. Oh, haben wir ein Thermometer dabei? Ja, liegt hier. Ja. Ja. Knapp, aber ja. Knapp, aber ja. Gin. Ich habe auch so was Ginniges gesehen. Boah, immer wieder ganz knapp dippt er runter unter Null und geht dann aber sofort wieder hoch. Das ist wirklich so nur so ganz knapp unter Null. Ja, ist ja egal, ist ja ein Beweis. Also sagst du, Gin ist drin. Ja klar. Gut. Warum nur nicht?
Und das hochgehen erstmal und gucken, was wir jetzt alles machen müssen. Hast du das Glas dabei? Ja. Irgendwo lag es. Hier. Ich hab. Ah! Ich glaube, das ist eine Hand. Ist eine Hand oder nicht? Alter, hier geht richtig die Show, ne? Alter, es ist so ein... Ich will hier raus! Oh. Woher liegen ganz viele Bilderrahmen rum, oder hast du die verrückt? Nee, ich das war eine Hand, verrückt. Ne? Die Tür war ja, zu. Ja. Das war ein Hand die Hand. Huiuiui. Boah, Alter. Hand in Hand wollte er mit uns gehen. Ich hab nur noch vier. Alter, und ich glaube, das kumuliert. Aber du hast die menschliche Situation. Hab ich keine Ahnung, wo ich die gesehen habe. Ja, gut, dann driven wir. Ja, driven wir. Nehmen wir die $10 für die Silhouette mit. Driving home to Christmas. Driving home to Ghost Hunt. Auf 35 Schmecklons, ne? 35 Schmecklons und 950. Ich habe jetzt auch 4000 Dollar schon insgesamt. Ich habe 3075. Beruhigungspillen. Kauf ich mir eine Stativkamera. In Beruhigungspillen eine Kerze mit. Ich freue mich schon, wenn ich meinen Flufu habe. Mein Flufu, den Fulu. So, bereit. Okay, ich hab die Sachen drin. Ich muss, da muss ich immer dran denken, die vorher reinzupacken. Ich könnte es auch auf Mittel spielen. Aber da ja, wir noch nie jemanden ausgetrieben haben, immer noch blutige Beginner. Ich hab noch eine Taschenuhr mitgenommen. Eine Taschenuhr! Ich weiß nicht, wofür die ist, du. Guck. Sammle die Salzsäcke ein, finde die Wand, verwende Ektoplasma. Okay, das sind coole Quests. Das mit dem Foto ist nämlich ein bisschen tricky-jicky. Tricky-Jicky, dann nehme ich das mal mit und das Spritzglas nehme ich noch mit. Aber du und der Geisterbude geht's richtig ab, du, ja, ne? Ja klar, hier nicht zur Klopenstraße, du. Du, ne, wenn ich gestern jemanden ins Club kloppt. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Wie gut auch diese Spracherkennung funktioniert, ne? Ganz geil, ja. Warst du das mit der Tür? Ja. Lust. Smile. So, Blut verspritzt habe ich jetzt noch ein Foto von mir machen lassen. Hier ist auch wieder eine Voodoo-Pup. Ja, aber das Ding ist brandgefährlich. Bist du unten im Keller oder was? Ja. Limbo. Hast du was? Ich würde gerne mal den Mary-Schlüssel finden. Ja, der ist vielleicht da irgendwie mit diesem We will hunt you down oder weiß ich nicht. Muss man vielleicht noch was machen, dann geht vielleicht diese Garderobe auf, weißt du? Hm. Maria, Maria. Oder müssen wir es gleichzeitig sagen? Da, 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 da. We will come for you. Vielleicht sind es ja auch die Kreuze, dass wir wenden. Es gibt noch irgendwo was. Maria, Maria. Maria, Mario, Mariu, ju, 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 ju. Fass mir an den Fuß. Ekelhafter Gruß. Sie waren Fußbrüder.
Sie rieben ihre Latschen gegeneinander. Sie schüttelten nur ihren Fuß. Sie machten einen kleinen C-Gruß. Also ich habe hier unten jetzt nichts, also keine Fingerabdrücke zumindest. Hier oben auch nichts. Bis jetzt ist... Oh doch, hier drei Schubladen öffnen sich. Ist noch ausgefallen. Doch Ratten am Berg. Fall drei. Fingertouch irgendwo? Can you talk? What's your name? Mach mal kurz Tür auf und zu wegen. Do you need love? Show yourself. Give us a sign. Wo war das denn? Hier hat irgendwer eine Whiskyflasche im Kinderzimmer umgeworfen oder so. Der gute Nacht Whisky vom kleinen Bobby. Der gute Nacht. Oh, was jetzt? What's your problem? Hä? Bobbys gute Nachtmilch. Da war eben was wieder. Ganz kurz hat's bleep gemacht. Can you talk? Er flüstert was. Are you afraid? Er hat geflüstert. Hat getalkt hier in dem Bereich. Er hat also Flüster mit Blauleuchten Schichten gemacht. Ja. Okay. Da ist der Box. Oh, ich meinte ich ganz kurz eine 4. Hast du die Tür gerade gemacht irgendwie? Nein, hab nichts angefasst. Ich hab grad Sachen eingestellt. Hier hat doch gerade einer irgendwo eine Tür. Wieder, oder? Ich weiß es nicht. Lust. Das habe ich, glaube ich, schon aktiviert. Lust. Er war ein lustiger Mann. Ich war sehr lastgetrieben. Also hier oben hat es aber Signale, oder was? Aber kein 5. Ich habe gesprochen und ich hatte Signale bis 4. Aber nix 5. Aber er hat nicht wirklich hart gelutscht. Du bist bei 90, ich bin bei 90. War es eher so Richtung hier Fernseher und so oder im Flur er noch? Gesprochen hat so beim Fernseher war das. Da hat er gesagt, yo, ich bin der heilige St. Christophersen. Ach, er steht hier mit dem Gemälde. Ich dachte, was ist denn das auf einmal? Draw something. Can you draw? Allemal Aquamala spiel gut. Ich leg mal eben das Spermaglas in den Flur. Das Spermazologenglas. Hol mal dieses Show-Yourself-Teil, ne? Ja. Und ich glaube auch, dass sich das schneller dreht, wenn du näher am Geist bist. Also wenn ich das jetzt hier zum Beispiel hinstelle... Hello! ...dreht sich es relativ langsam. Wenn ich es hier hinstelle... Er redet wieder, also er ist auf jeden Fall gut vertalkt. Er ist hier in dieser Area. Oh, hier, guck mal. Da dreht sich ziemlich schnell. Show yourself! Show yourself. 4. Ah. Ich hätte an meinen EMF auch eine Taiko Sportuhr klemmen müssen und eine Kakerlake, ne? Ja, das. Ach, wenn ich laufe, läuft doch die Kakerlake. Witzig. Show yourself. Nee. Dreierwert. 2.
Show yourself. Der spielt hier immer rum an den. Oh, hier was umgeschmissen. Buch. Dreierwert. Show yourself. Zeig dich schmol. Oh, er malt. Er malt. Was ist jetzt los? Er ist auf jeden Fall hier oben. Show yourself. Das wird halt irgendwann noch spät kalt. Spätkalt oder wenn Plasmaflecken irgendwo sind, könnte es ein Iblis sein. Die Iris. Aber ich mach's mal da draußen, ist der wirklich langsamer? Show yourself! Ja, ich glaube schon. Desto näher du im Geist bist, glaube ich, desto schneller dreht sich das, glaube ich. Okay, warte, ich stelle das mal hier hin. Ist es ein bisschen langsamer, wenn ich jetzt hier hinstelle? Show yourself. Oh, bis jetzt da sehr inaktiv. Aber da macht er nichts. Nee, aber was könnte es denn auch noch sein? Also ich leuchte hier alles ab die ganze Zeit. Er geht ja auch nirgendwo dran. Mach einfach Licht an, vielleicht mag er das nicht und wird dann aggressiver. Are you here? What's your name? Can you talk? Beep, boop, beep. Kein Geist unter dieser Nummer. Der ghostet mich. Ganz schön frech. What's your name? Can you speak? Hello, do you need help? Mal das im Dunkeln machen. So dass man nur in der Dunkelheit sprechen kann mit dem. Weiß ich nicht. Hello, can you hear me? Talk to me, my friend. Jetzt haben wir ja wirklich gar nichts mehr an Aktivität. Wandern die? Ziehen die um? Keine Ahnung, ne? Aber der hat doch hier oben gemalt, der hat hier oben geredet. Hast du jetzt Licht ausgemacht? Nee, ich hab gar nichts gemacht, ich bin runtergegangen. Okay. Unten liegt was rum, Bild oder eine Zeitschrift. Ja, der hat ja Sachen von oben irgendwie runtergeworfen. Gibt's denn irgendwie so ein... Was war das denn? Who are you? Where are you? What's your name? Show yourself. Jetzt habe ich hier unten eine 2. 3. What's your name? Er hat hier oben wieder die Tür zugemacht. Aber keine Dings. Also ich glaube, das können wir streichen, oder? Der hätte doch sonst längst... Schon wieder 4. Er hat auf jeden Fall gerade hier die Tür alleine hinter mir geschlossen, als ich gegangen bin. Show yourself! Aber was könnte es dann sein? EMF, der irgendwie nicht hochbleached? Ich nehme mal Fingerabdruck raus. Frost haben wir auch noch nicht, ne? Nee. ESG. Ektoplasma. Dann wäre es ja ein Yokai. Bei EMF 5.
geht halt immer nur auf 4. Ich weiß nicht, ob da irgendwo die magische 5 rumtrümpft. Can you speak? Are you here? Hello. Talk to me. What's your name? Show yourself. Bin ich hinterm Fernseher herangefleckt oder so? Nee. 3. Er geht nicht auf 5 hoch, nee. Boah, keine Ahnung, ey. Shade? Tippen? Ich weiß es nicht. Mal die Lampe oben liegen lassen. Mal Shade, nein, abbrechen. Geisterarten, Shade. Shades sind als Geister bekannt, die überempfindlich auf Licht reagieren. Sie mögen es nicht, sich in hell erleuchteten Umgebungen aufzuhalten und ziehen es jederzeit vor, dass Licht ausgeschaltet ist. Im Dunkeln sind sie aggressiv, eine hell erleuchtete Umgebung schwächt den Shade. Aber dann werden es noch Plasmaflecken. Vier. Ich schaffe immer nur 4. Ich krieg keine 5. Boah, Alter, was ist jetzt los? Was ist das? Weiß ich nicht, ich bin gerade draußen. Nee, also Fingerabdrücke sehe ich hier nirgendwo und der krapscht super viel an. Er redet aber auch nicht mehr, es ist irgendwie merkwürdig. Hello! Dann ist es wahrscheinlich kein Hantu, weil Hantu ist offensichtlich mit einem reden wollen. Er spricht wieder. Hantus sind als Geister bekannt, die durch ihre Sprache mit dem Verstand der Menschen spielen. Wenn du es irgendwie schaffst, mit einem Hantu zu sprechen, wird er mit deinem Verstand spielen und dich verwundbarer machen. Ja, bin ich verwundbarer? Weiß ich jetzt nicht. Ich muss ja Sanity abziehen. Ich spreche mit ihm. Habe ich viel Sanity verloren? Ich habe weniger als du und ich habe noch nicht mit ihm geredet. Okay, wenn es kein Hantu ist... Was hätte ein Hantu? Die Frier? Nee, da oben ist bullenheiß. Entweder ist es irgendwo ein Ektoplasma-Fleck. EMF wäre Yokai. Was macht ein Yokai? Er wird zwischen... Ach, das ist ja mit der Uhrzeit. Wie spät ist denn gerade? Ach so, wir haben ja eine Uhr. Dafür kann man, dafür braucht man die Uhr? Ja. Was macht denn der? Stärke, er wird zwischen 6 und 8 Uhr sowie zwischen 10 und 12 Uhr sehr aktiv sein. Er wird mindestens einmal zwischen 8 und 10 Uhr jagen. Aber wir haben noch nicht 8 und 10. Wir sind jetzt gleich bei 6 Uhr. Und dann nochmal gucken, ob man mit EMF da was macht. Hau dir die Pillen rein, mein Freund. Wie, dann wäre das ein EMF oder was? Wenn... Nein, nein, dann ist er sehr aktiv. Davor ist er aber nicht so aktiv. Ich werde dann, vielleicht geht er dann richtig stramm. Gleich ist 6 Uhr. Also wenn er jetzt um 6 Uhr loslegt, dann haben wir eigentlich ja schon Beweis. Um 8 und 10 macht er 100% eine Hand. Jetzt ist 6. Show yourself! Are you there? What's your problem? Talk to me. Are you here? Show yourself! Oh. Wieder 4. Immer Show 4. Yourself. Ey, wenn das ein 5er wäre. Mal ernsthaft.
Ja, der Fünfer kann auch echt ab und zu mal richtig knapp sein. Ja, aber so hatten wir noch gar nicht, dass er wirklich so... Jetzt haben wir 7 Uhr. Wenn er jetzt gleich anfängt zu handeln, zwischen 8 und 10, dann weiß er Bescheid. Ich glaube, das ist ein Shade, dessen Flecken wir nicht finden oder so, ey. Zwei. Das warst du. Ja. Dann such mal Flecken. Hast du die Lupe? Ja, aber... Wenn er jetzt huntet, was wäre es dann? Yokai. Zwei. Da! Unten am Schrank! Was? Der Fleck! Es ist ein Fleck? Aber unten am, in der Küche, Alter. Ektoplasma-Fleck. Ja. Shade. Ja, sag ich doch, Shade. Du hast dich doch gesorgt die ganze Zeit, du. Ja, sicher, Mensch. Gib mal die Lupe, ich will einen Todeszeitpunkt holen. Ja, geh mal gucken, da liegt auf dem Boden, das Ding. Guck mal, was wir alles brauchen. Ja, die Rotzfontäne. Ja, geh ich mal schauen, da. Und wir brauchen, glaube ich, Wandeinschlag, oder? War das nicht diesmal? Keine Ahnung, du, aber mir sprudelt hier wirklich die Sahne. Aus meinem Sahneloch sprudelt's kräftig raus, ne? Aber wenn du das Exoplasma hier, um da die zu gucken, finde die Wand, ne? Ja, und Salzbeutelchen oder sowas. Und sammel Salzsäcke, ja. Dann nehme ich doch mal einen Hammer mit. Und eine Lampe brauchst du. Also Todeszeitpunkt war dabei, ne? Ja. Alter. Ich habe ja aber noch keinen Salzsack gesehen. Haben wir den richtigen? Wenn es doch Flecken sind. Ich habe hier was gefunden. Was ist das? Ja, ist ein Salzsack. Oh, okay, da haben wir den richtigen. Alter. Wo müssen wir die Salzsäcke hinbringen? Hier ist auch noch ein Salzsack. Weiß ich nicht. Die sind nicht im Inventar, ja. Sammelt sie einfach nur ein, anscheinend. Hast du den im Bad auch den Salzsack? Nee, ich habe eben einen gerade gefunden in der Küche. Ja, oben im Bad ist noch einer. Oh, ist das ja, aber können wir beide die einsammeln? Oder hast du nicht eingesammelt? Noch ein Salzsack. Alter, was war das? Alter, der Puppen. Wie der Puppen. Der Puppen. Der Puppen. Ist ja unangenehm. Komm runter, hier sind Puppen. Ich suche immer noch das Todes. Datum. In der Küche ist auch ein Fleck, by the way. Das ist der Fleck, den ich in der Küche gefunden habe. Achso, das war der. Und Salz ist da unten. Was sollen wir jetzt hier verbrennen? Oder? Was soll man verbrennen? Steht da was von verbrennen? Nee, oder? Weiß ich nicht. Also ich habe noch immer kein Todesdatum gefunden. Ich suche hier gerade wie wild. War ja klar, jetzt wo wir eine Chance auf einen Exorzismus haben, ist es wieder versteckt bis zum geht nicht mehr. Die anderen Male, wo wir es nicht hatten, weil der Hammer gefehlt hat oder sowas, ist mir das Datum ins Gesicht gesprungen. Aber gut, oben hast du alles abgesucht? Schon, ich gehe mal jetzt noch in die Mitte. Das ist eigentlich relativ groß. Sehe nichts. Verstöre den. Verbrenne anschließend den magischen Beutel im Lagerfeuer. Ja, aber wo ist das Lagerfeuer? Und wo ist der magische Beutel?
Ich habe einen Beutel eingesammelt. Aber ich weiß nicht, wo ein Lagerfeuer ist. Da war ein Beutel auf dem Tisch gelegen. Haben wir jetzt alle Salzsäcke? Weiß ich nicht. Das müsste ja unten drin stehen. Wie gesagt, ich finde immer noch nicht das Todesdatum. Salzsäcke haben wir. Todeszeitpunkt und Feuer am Lagerfeuer, was verbrennen. Setz dich ans Lagerfeuer, singe das Lagerfeuerlied. Das Lied wird immer schneller, erst dann wird es zum Hit. Also singe es doch ganz einfach mit. Bam, bam, bam. F steht für Freunde. Die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich. Haben wir mal Spaß. Ganz friedlich und freundschaftlich. N steht für nukleares Waffenarsenal. Warte mal, hast du den Sack hier, den magischen Sack, hast du hier im Raum gefunden, oder? Ja, ja, den habe ich gefunden. Ein Sack war hier im Raum. Und den, das war kein Salz. Das war der extra Sack. Und den musst du jetzt am Lagerfeuer verbrennen. Wo ist das Lagerfeuer? Weiß ich nicht. Müssen wir erst machen. Wie gesagt, ich habe noch nicht Le Geburtsdatum gefunden. Ich war jetzt eigentlich überall. Oder Todeszeitpunkt. Ich habe halt nur das UV-Licht, aber damit sieht man nichts. Nee, jetzt sieht man nichts. Jetzt nochmal kurz da hinten hin. Das ist eigentlich eine ziemlich große, weiß leuchtende Zahl. Ich glaube, in dem Raum, den Kreuzen und so, kann die gar nicht sein, den Bonusräumen. Weil viele wissen ja nicht, wie das Easter Egg geht und dann wollen die nicht haben, dass man da an seinen Geist nicht findet, weißt du? Ne, ich hab's nicht gefunden. Geburtsdatum, it's weiß gone. Nicht. Soll ich nochmal durchgehen oder hauen wir ab? Ich meine, guck mal, es ist schon ganz schön spät mittlerweile auch. Ja, das stimmt. Warte ich mal noch einmal. Hier sind so viele Flecken in diesem Wohnbereich. Ist alles voll gejizzt. Alter, gibt's hier irgendeinen geheimen Raum, den ich nicht kenne? Keine Ahnung. Das war ich ja wirklich, wirklich überall. Crazy. Wo war das so easy zu finden? Das ist wirklich sehr, sehr easy. Hantet der? Weiß ich nicht, ich bin draußen. Tür ist aber noch offen. Okay, dann hat er irgendwo im Haus eine Tür zugemacht. Ja, das ist der letzte Bereich, wo ich nochmal gucke und dann ja, fahren wir halt. Find's nicht. Ja gut, mein, danach hätten wir immer noch kein Lagerfeuer. Das hätten wir auch schon irgendwo sehen müssen. Ne, keine Ahnung, wo er das hingeschmiert hat. Das Lagerfeuer, muss man das irgendwie kaufen? Na gut, gehen wir, komm. Ich hab keine Ahnung, wo das Lagerfeuer ist. Auch nicht. Ja, Mann, ich hätte gerne mal hier so einen Exorzismus gesehen. Kann man das kaufen? Taschenuhr, Vorschlaghammer, Kerze, Kruzifix,
Staffelei? Nö, keine Ahnung, wo das ist. Oder kommt das, wenn man alles hat, so auf die Art? Glaube ich nicht, weil das stand als zweites auch da. Na gut, Leute, ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und tschö! Tüdelü!